Ja, weiß ich, dass ihr nichts zu tun habt. Eure Kaserne wird hier gerade erst gebaut. Ach ja, Schäferhütte. Kann jetzt auch noch eine Weberei vertragen, oder? Webstube, die wollte ich ja. Ja, von mir aus hierhin. So ein bisschen ausgedünnt hat es sie ja. Es ist die Frage, ob man mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen muss. Wirbelstöcke haben wir noch ein paar. So, du wirst jetzt ein bisschen mit denen handeln. Damit wir mehr Gold kriegen. Und ja, wir wollen Gold hier haben. Ja, wie gesagt, eure Kaserne ist noch im Bau. Eisenerz wird jetzt doch langsam knapp. Während wir mehr als genug Stein eigentlich haben. Wie sieht es mit Schuhen mittlerweile aus? Okay, wir haben langsam wieder genug Schuhe zusammen. Dass ich dich wieder zum Schäfer machen kann. Und ja, die Schuhe, die hier lagen, die wurden auch genommen. Hä? Ist gut. Sieht aber bis jetzt leider nicht danach aus, als ob sie neue Krieger kriegen würden. Während die hier immer mehr Zivilisten kriegen. Mal abwarten. Und ja, ebenso gut könnte ich lieber Geschirr mit denen tauschen. Aber da ist der Weg halt länger. Aber ich hab halt nicht so viel Eisenwerkzeug. Ja. 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 Das da. Das Gold wurde hoffentlich eingelagert, ja. Ach, jetzt wurde da oben Stein. Ja.
Ich hoffe mal, die Werkzeuge gehen jetzt nicht verloren. So, Kaserne ist fertiggestellt. Das heißt, ich kann meine beiden Träger arbeiten lassen. Ja, mal gucken, was der jetzt mit den Eisenwerkzeugen macht. Okay, es werden Bögen geholt. Wie sieht es mit unserem Gold hier aus? Goldnuggets werden langsam weniger. Da wird Gold immer mehr. Ja. So, das heißt, du kannst jetzt wieder regulär Gold abbauen. Habe ich dich nicht zum Eisen? So, jetzt schaffst du Eisen. Du scherst weiter fleißig Schafe. Eisenrüstung, Schwerter, Gold, Bier kommt jetzt auch mittlerweile. Ich könnte Holz hier bei Stein eintauschen. Hier kriege ich gar kein Holz, naja. Yeah.
Hauptsache, wir haben noch genug Holz. Also es sieht weder so aus, als ob die neue Truppen aufstellen. Also unsere Feinde, die Regenkrieger, und unsere neuen Verbündeten scheinen auch keine aufzustellen. Das heißt, das war jetzt nur der erste Angriff, der vielleicht 8 oder so Gegner getötet hat. Und ich keine Ahnung habe, wie viele noch auf uns lauern werden. Lassen wir jetzt mal die Schäferhütte noch bauen. Das Material liegt ja hier direkt in der Gegend rum. Also nicht die Schäferhütte, sondern die Webstube. So, jetzt braucht er noch mal Holz. Okay, den Weizen holt er da. So, den Lehmklumpen kann er auch gerade da holen. Schusterei steht schon lange leer. Das hier brennt immer noch alles. Hier oben tut sich nichts, hier unten tut sich auch nichts. So, Webstube ist fertig. Übersicht. Ah, da ist die Tabelle. So, das Seevolk ist Freund, aber ist tot. Ist neutral zu den anderen beiden und ist Feind von den Regenkriegern. Regenkrieger sind mit allem befeindet. Und das Seevolk und Manitou sind Feinde der Regenkrieger. Und die Chinchillas sind neutral. Die sind neutral. Freund, Freund, Feind, Freund. Man sieht hier übrigens auch nicht mehr das Symbol des Seevolkes. Ah. So, die Straße wird auch langsam. Wir brauchen jetzt nur noch die nötige Wolle. Fünf reicht übrigens. Gut, aber wenn ich mal auf die Uhr gucke, ist es mal wieder Zeit für einen Cut. Also speichere ich hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder.